Schreinerei, Rathaus, Marktplatz. Marktplatz, natürlich! Ach, wie dämlich! Hey ho zusammen und herzlich willkommen zur Schnitzeljagd von Minecraft Legend Rise of the Phoenix. Und ja, die Schnitzeljagd hat begonnen. Ich fange relativ spät damit an, leider. Weil mein Mitbewohner gerade in Indien ist und ich heute Abend die Möglichkeit hatte, mit ihm zu skypen. Und deswegen habe ich das leider der Schnitzeljagd vorgezogen. Dementsprechend gibt es schon einen Gewinner. Anna hat gewonnen. Ja. Okay, aber man darf die immer noch machen. Das ist sehr schön. Und hier haben wir direkt auch das erste Rätsel, an dem ich schon ein bisschen am Hadern bin, muss ich zugeben. Vor mir sind alle gleich in Gewicht und Preis. Ich wache über euer Treiben. Hast du Gold, so darfst du bleiben. Und bleibst du lang genug hier stehen, so kannst du uns auch bieten sehen. Das mit dem Bieten, das lässt mich irgendwie an ein Auktionshaus denken. Aber wir haben, glaube ich, gar kein Auktionshaus. Dementsprechend bieten, bieten, bieten. Ich habe auch irgendwie an ein Gerichtshaus oder sowas gedacht. Aber ich guck mal im Rathaus nach. Ich gucke einfach mal eben im Rathaus. Das Problem ist, dass ich mich halt noch nicht so furchtbar gut hier in der Stadt auskenne. Zum Glück gibt es überall Schilder. Rathaus war irgendwo hier. Ich hoffe, ich habe genug Essen dabei. Ich muss... Huch. Ich weiß leider auch nicht. Rathaus, Marktplatz, Taverne. Rathaus, Wohnbe... Wohnbe... Was auch immer. Ich gehe mal zum Rathaus. Bin ich denn überhaupt richtig gegangen? Oh mein Gott. Nee, hier geht's zum Rathaus, seht ihr? Ich laufe einfach mal instinktiv in die falsche Richtung. Orientierungssinn for the win. So, hier geht's zum Rathaus. Hast du Gold, so darfst du bleiben. Ja. Plunder, Deko, what the fuck? Stone, Dirt, whatever. Okay, wo würde ich das denn jetzt finden, wenn das hier wäre? Stadtwache, Hauptsitz. Verwaltungstrakt, Briefkästen. Also hier glaube ich nicht, dass ich das finden würde. Hier ist ein Mensch. Oh mein Gott, Hilfe! Verfallt in helle Panik. Hier ist ein Mensch. Nehmt ihn fest, foltert ihn, tötet ihn. Mein Gott, fangt nicht schon wieder mit dem Mist an. Okay, also ich war felsenfest davon überzeugt, dass das das Rathaus gewesen ist. Weil eine Art Auktionshaus gibt es nicht. Lager oder Taverne? Ich könnte in der Taverne noch gucken. Bieten, 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 bieten. Ich weiß es nicht. Rathaus, Taverne. Ich guck mal in der Taverne. Im Wirtshaus, haha. Wo ich beim letzten Part noch das Wirtshaus angesprochen hatte. Halt, ich muss hier lang. Ich habe auch übrigens direkt einen Kommentar dazu bekommen. Zum Buch Der Name des Windes. Für immer. Was? Alles reserviert vom Rat. Der Block auch. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Baum, 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 Baum. Ich habe mein Haus verloren. Ja, das ist blöd. Was haben wir hier? Schilder haben wir hier. Schade. Also ich bin mir sicher, dass die Taverne auch ein Anlaufpunkt ist. Ich habe nur keine Ahnung für wann und für... Hier hat sich aber was verändert. Hier musste ich vorher nicht um die Ecke gehen. Scheiße. Ich spoiler mich selber. Was ist das für ein Driss? Okay, offensichtlich ist die Taverne auch falsch. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich dann jetzt hin muss. Vielleicht... Wartet. Oh Gott, jetzt habe ich mich schon verlaufen. Hilfe! Oh, das wird eine richtig geniale Folge. Ich mache die übrigens auch nicht in meiner normalen Folgenlänge, sondern ich mache diese Folge jetzt so lange, wie diese Schnitzeljagd dauert. Soweit ich weiß, gibt es 10 Etappen, glaube ich. Und wenn man alle 10 Etappen fertig hat, beziehungsweise wer die als erster fertig hat, hätte dann quasi gewonnen. Aber einfach for the success und so werde ich das jetzt auf jeden Fall tun. Und werde dementsprechend dann auch versuchen, das Ganze hier zu beenden. Einfach so, weil Spenden retten Tierbabys. Ja, das freut mich.
Was haben wir denn hier? So, ich gehe jetzt einfach mal hier. Kisten setzen verboten. Schilder. Bier mit Namen versehen. Aufträge. Arena? Schmiede? Bestellung. Nein. Elfenweg. Das ist doch alles Bullshit. Ach Mann, das ist doch. Mann, ich krieg das erst Rätsel schon nicht gelöst. Was ist hier los? Schließfächer? Vielleicht sind es die Schließfächer. Hier gibt es nämlich auch. Aber ich weiß nicht, warum man da bieten sollte. Und offensichtlich bin ich hier auch falsch. Weil hier gibt es keine Itemkiste. Oh, hier geht's runter. Darf ich hier runter? Oh, ich mach mal vorsichtig. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier runter darf. Wo ist das Jobcenter? Jobcenter mit Z. Jobcenter. Geht in Pfeilerei, Rathaus, Marktplatz. Marktplatz, natürlich! Ach, wie dämlich! Natürlich, der Marktplatz. Man bietet um die Preise. Kann das sein? Das Verhandeln, das Falschen, die Dummheit. Oh mein Gott, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Wo ist die Itemkiste? Hier ist Michael-LPs Gedöns. Chantal. Ja, geil. Hier gibt es keine Itemkiste, weil der Marktplatz einfach kein Anlaufplatz für die Schnitzeljagd ist. Wetten? Ach, Leute, euer Ernst? Ach, kommt schon. Ich bin mir tausendprozentig sicher, dass hier einer der Anlaufpunkte ist. Den Rest könnt ihr behalten. Joki. Das nächste Rätsel. Hier. Rätsel Nummer 2. Jawohl, das war der Marktplatz. Sehr schön. Handelsgold. Jetzt habe ich natürlich das Elfengesetz schon mitgenommen, aber ist egal. So, Rätsel Nummer 2 lesen wir uns natürlich durch. So. Wir laden euch zu Brot und Spielen und unter dem wachsamen Auge der vielen ziehen Schwert und Bogen in den Ring voll Atmosphäre. Wer im Gefecht ganz oben auf, der zieht aufs Siegertreppchen rauf und gelangt so zu Ruhm und Ehre. Na, das ist ja mal mega einfach. Das ist einfach die Arena. Okay, also das war wirklich, das war jetzt mega einfach. Jetzt muss ich nur noch zur Arena finden. Oh Gott, kein Bauplatz. Ja, super. Okay, also das, ach Gott, Marktplatz natürlich, mein Gott. Ich bin so manchmal so ein bisschen schwer vom Begriff, ne? Also da müsst ihr schon ein bisschen Verständnis haben. Jetzt habe ich mir natürlich so ein bisschen, das Gute ist, mein Schweizer Käsegedächtnis. Ich kann mir jetzt schon nicht mehr merken, wann und wo, huch, muss ich hier runter? Wahrscheinlich, ne? Ich kann mir jetzt schon nicht mehr merken, wo die anderen Rätsel alle waren. Gott, ist das dunkel hier. Gibt es hier nicht einen anderen Weg? Geht's hier runter? Yay! Geronimo! Wo zum Henker ist diese Arena, mein Gott? Ich habe übrigens einen Ohrwurm von Tinker Tanner. Hallo, würdest du bitte mal. Nachher, jetzt beschleunigt er nicht mehr, weil hier nichts mehr drunter ist. Wetten? Huch. Er springt nicht mehr. Er springt nicht mehr. Warum springt er nicht mehr? Doch, da ist immer noch Wasser drunter. Und drüber. Soll mir das irgendwas sagen? Oh, Leute, hättet ihr hier nicht auch so ein Schienensystem hinlegen können? Das wäre viel einfacher gewesen. Also, ihr könnt gerne so ein bisschen vorspulen. Warum ist der schneller als ich? Sauerei. Och, Leute, ist das euer Ernst? Ich kann doch nicht mehr springen, weil ich nicht mehr sprinten kann. Sagt mir das doch, dass ich was essen muss. Da, 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 da. Da, 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 da. Ma, wie ab ich gehe. Voll gut. Okay, bin ich endlich angekommen? Dankeschön. Freut mich. Arena-Eingang. Ich möchte aber gerne die Kiste haben. Ich gehe erstmal hier lang. Was hier? Vorbereitungsräume, ne? So. Holy shit. Nee, hier verlaufe ich mich auch wieder nur. Ich gehe, glaube ich, doch in den Haupteingang rein. Okay.
Aal, auch gefunden. Chest Krummbein, ist verschlossen. Okay, jetzt gucke ich mir aber auch mal die Arena ein bisschen an hier. Preise. Teilnehmer, 1 Punkt, Platz 5, 3 Punkte. Ach so. Hä? Warte, Platz 1, 10 Punkte, Platz 2, 8 Punkte, Platz 3, 6, 4, 4, 5, 3. Andersrum. Hä? Ich bin verwirrt. Wenn man einfach nur Teilnehmer war, ist, kriegt man 1 Punkt, okay. Random verzauberte Rüstung. Okay, also hier scheint es ein richtiges System zu geben. Alle Angaben so lange in dem Vorrat reicht sehr gut. Sehr interessant auf jeden Fall. Ein Item pro Kampfausrüstung. Holy shit. Okay, jetzt muss ich immer mein Inventar so ein bisschen aufräumen. Ich werde das mal so machen, dass ich alle Sachen, die irgendwie zu der Schnitzeljagd gehören, hier auf die Seite packe. Ja, das Elfengesetz ist jetzt halt blöd. Das habe ich schon. So. Upsa. So, gib mir mal eins von den Büchern hier. Gib's mir. Ich will, wenn er jetzt geschrieben hat, wo das ist, dann. Wo Stahl und Erz trifft Flint und Holz. Da musst suchen, das Teuerste vom Volk. In Mutters Schoß und gut bedeckt. Es in der Erde sich versteckt. So kannst du nun die Kisten looten, doch Schaufeln sind zu viel des Guten. Klingt nach der Schmiede. Oder haben wir eine Mine? Eine Mine, ne? Stahl und Erz trifft Flint und Holz. Nein, das ist bestimmt die Schmiede. Das muss die Schmiede sein. Ich gehe einfach mal bei der Schmiede. Oh Gott, gibt es hier einen einfacheren Weg, um jetzt wieder zurückzukommen? Oder? Oh nein, da will ich nicht rein. Ich glaube, da geht's zur Arena. Okay. Oh, muss. Ich weiß es nicht. Ach Mann, ich habe keine Lust. Wer da? Hallo. Spooky. Guten Tag. Ich würde jetzt gerne wieder. Hier geht's zurück, ne? Ja, sehr schön. Nein, ich bin gegen die Wand gelaufen. Komm schon, komm schon. Ihr hört wahrscheinlich jetzt meine Leertaste, weil ich hier einfach die ganze Zeit am Jumpen bin. Aber so geht's halt am schnellsten. Wer ist auf diese geniale Idee gekommen, mit dem Wasser hier drunter den Weg schneller zu machen? Das ist voll gut. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Also jetzt weiß ich es natürlich, weil. Oh. Da kriegt man aber wahnsinnig schnell Hunger hier bei dem Mist. Ah, ich bin schneller, ich bin schneller. Nein, ich überhole dich. Ich schaff das. Okay, es schneller klicken. Da, 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 da. Ich überhole dich, ich überhole dich, ich überhole dich. Ich hab's geschafft. Ich habe die Hand von der Maus genommen. So, Punkt. Wuhu. Holy shit, das war cool. Okay, Schmiede. Spende für die Schmiede hier rein. Ich würde jetzt aber gerne. Es muss ja eigentlich hier sein, ne? Hartz 4, what the fuck? Oh, come on, das ist voll fies. Leute, ihr seid fies. Er sucht wahrscheinlich jetzt auch die Kiste bei der Schmiede einfach. Vielleicht ist das ja auch gar nicht die Schmiede. Vielleicht haben wir irgendeine Mine oder sowas? Irgendwas, wo Erze abgebaut werden? So, maybe? Boah, es ist so mega warm. Holy shit. Bücher, Bestellungen. Ist vielleicht da hier unten das gemeint? Viertes Rätsel. Kommt nicht jetzt erst das dritte? Wartet, wir hatten das erste, zweite, dritte. Nee, das ist tatsächlich das vierte, okay. Da darf ich mir hier jetzt ein Lagertuch nehmen, okay. Und das vierte Rätsel durchlesen. Rätsel. Wo Recht und Unrecht sich begegnen und den Weg zu neuem ebnen. Dort, wo die alten Weisen thronen, wo ausgewählte Elfen wohnen, wo wöchentlich der Rat vorsteht, die Elfe gern ein Bierchen hebt. Dort, wo sich auch die Wachen treffen und sich beim Kartenspielen messen. Dort, wo der Abschaum hingebracht, der über Tag und über Nacht nur Streit und Unmut provoziert, der nächste Hinweis sich verbirgt. Das klingt sehr cool. Also ich muss schon sagen, die haben sich hier richtig viel Mühe gegeben. Aber das ist jetzt das Rathaus, meine lieben Freunde. Da wäre ich auch drauf gekommen, ohne dass ich jetzt gewusst hätte, dass das der. Hupsi. Ach, mein Server spielt wieder ein bisschen verrückt. Ohne dass ich jetzt gewusst hätte, dass das der nächste Ort ist. Scheiße. Wie komme ich. Ach, hier irgendwo, ne? Nein, doch nicht. Ich glaube, ich muss einmal kurz reconnecten. Kleinen Moment.
So, es kann weitergehen. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme mit dem Reloggen. Es hieß immer, Data wäre gelockt und keine Ahnung. Aber jetzt kann es weitergehen. Derjenige, der hier die ganze Zeit, ich glaube, der hier jetzt die ganze Zeit mit uns unterwegs war, der hat, glaube ich, jetzt schon einen kleinen Vorsprung. Was hatte ich gesagt? Das Rathaus, ne? Jetzt müsste es das Rathaus sein. Rathaus und oder Taverne, aber da die Taverne relativ weit vom Rathaus entfernt ist und ich weiß, dass hier ein Rätsel ist, werde ich jetzt hier auf jeden Fall gucken. Fünftes Rätsel, genau, das Elfengesetz habe ich mir schon geschnappt und dann schnappe ich mir jetzt noch hier das hier. Ob Nexus, Hochzeit, Jahrestag. Und auch wenn mal ein Zwerg anfragt, ist hier die Stimmung ausgelassen. Das Trinkgeld klingelt in den Kassen. Den guten, teuren Elfenwein, den schenkt man hier mit Freuden ein. Willst du der Elfin imponieren? Oder mit Freunden diskutieren? Da hätte durchaus noch was hingekonnt. Aber ja, ich glaube, das könnte jetzt dann die Taverne sein. Glaube, ich habe nicht genug Essen dabei. Zumindest nicht für die ganze Folge. Jetzt darf man, glaube ich, gespannt sein. Das wäre dann Nexus? Aber warum beim Nexus? Das verstehe ich nicht so ganz. Nexus? Taverne? I don't know. Na egal, vielleicht will man feiern, dass man den Nexus gewonnen hat. Das kann ich mir zumindest. Ah, Spooky, genau, da ist er. Sind wir ihm doch schnell wieder hinterhergekommen, muss ich sagen, ne? Also, Item ist Elfenwein. Oh, Elfenwein. Oh, die Kartoffeln. Da kann ich mir ein paar von nehmen. Ach so, ich habe noch jede Menge. Oh, ich habe noch genug zu essen da. So, Elfenwein. Und das nächste Rätsel bitte. Danke. Was haben wir dann hier? Leicht versteckt unter dem Berg und trotzdem noch der Elfenwerk stehen Geschäfte eng an eng dazwischen Elfen im Gedrängen. Auch gibt es hier noch einen Steg, nehme ich an, sowie einen kleinen dunklen Weg und die, die diesen weitergehen, schon bald im Modeladen stehen. Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Leicht versteckt unter dem Berg und trotzdem noch der Elfenwerk. Leicht versteckt. Könnte das, ach, wie heißt es? Metro sein. Stehen Geschäfte eng an eng, dazwischen Elfen im Gedrängen. Auch gibt es hier noch einen Steg sowie einen kleinen dunklen Weg. Und die, die diesen weitergehen, schon bald im Modeladen stehen. Ich habe keine Ahnung, wo hier ein Modeladen ist. Ich bin einfach zu lange nicht mehr da gewesen, glaube ich. Aber da gesagt wurde, dass es in einem Berg ist, gehe ich jetzt einfach mal kurz runter in die Metro. Vielleicht hat sich da ja noch ein bisschen was getan in der letzten Zeit und ich weiß es einfach nur nicht. Das kann ich mir jetzt noch am ehesten vorstellen. Irgendwie nervt mein Headset-Kabel gerade. Oh, sorry, jetzt renne ich auch noch gegen die Wand. Mein Headset-Kabel nervt mich gerade so dezent. Metro ist übrigens hier, da unten. Der schnelle Weg zum Heiligtum. Ist allerdings auch nur gefallen. Was haben wir hier unten? Geht's hier noch weiter? Direkt der Weg zum Heiligtum, nicht aussteigen. Da kommt noch eine U-Bahn hin. Okay, freut mich. Guck ich mal eben hier. Was gibt's hier? Oh Gott, wenn das jetzt falsch ist, Leute. Yay! Holy shit, was ist das für eine Wahnsinnsgeschwindigkeit? Jetzt bin ich wieder auf dem Weg zur Arena, richtig? Da 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 da. Nein, bin ich doch nicht. Willkommen! Willkommen wo denn? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das sieht mal sehr genial aus hier mit den Bannern, aber. Bin ich jetzt am.
Heiligtum? Nee, ist Blödsinn. Wo bin ich hier? Modeladen? Das könnte der Modeladen sein. What the fuck? Zu dem Willkommensschild, nur als Tipp, sollte man vielleicht noch was dazu tun. So für all jene, die absolut keinen Plan haben, was das hier sein soll. Elfen. Das ist das Handelszentrum. Das ist das, okay, aber dann bin ich hier offensichtlich falsch. Natürlich, das sind die Banner von den verschiedenen Fraktionen. Okay, dann bin ich hier falsch. Scheiße. Das wievielte Rätsel waren das jetzt eigentlich? Das fünfte, ne? Fünfte oder schon sechste? Nee, fünfte war es. Marktplatz hatten wir jetzt schon, deswegen kann das eigentlich nicht der Marktplatz sein. Ich weiß, dass noch an anderen Orten Läden gebaut wurden. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo das ist. Dann muss ich auch ehrlich gesagt mal. Ups. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf den großen Baum zu. Hier scheint ein Tunnel zu sein. Ist damit vielleicht Baum 2 gemeint? Oder Baum 4? Oder ich weiß gar nicht, wie viele Bäume wir mittlerweile haben. Okay, es kann gut sein, dass ich hier so halbwegs richtig bin. Dann haben wir hier einen Angelplatz. Ein Steg. Das ist doch schon mal viel wert. Hier ist auch ein Tunnel. Pfeile, Bögen, 40 Yards. Ach so, das ist eine. Oder auch nicht. Elfenallee. Das sah doch eigentlich schon ganz gut aus hier mit dem Steg und so weiter, aber anscheinend bin ich hier noch falsch. Wo bin ich hier? Nicht zerstören. Ne, hatte ich auch nicht vor. Aber er pupst auch gerne. Ach so, hier baut jetzt Jochen PvP und er pupst auch gerne. Das freut mich. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Vielleicht werde ich auch irgendwann irgendwie das hier so ein bisschen zusammenschneiden, sodass ihr hier nicht irgendwie eine Viertelstunde mit ansehen müsst, wie ich mich hier durchschlage. Oh. Da fiel ein Zwerg aus zu großer Höhe und das in unserem Reich. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Hier komme ich nicht durch. Ach so, das ist die. Okay. Also das ist deswegen Bogenschießen und so. Modeladen. Gib es hier. Gib es hier nicht. Gib es. Was haben wir dann hier? Was haben wir mal dann hier? Ist bestimmt ein Wohnhaus, ne? Bestimmt. Ganz bestimmt. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Auftrag, Bestellung, Menge, Kosten. Monster Hunter, die den Auftrag annehmen. Was? 10 Stacks Blaze Rods. 54 Stacks Gunpowder. 108 Ener. What the fuck? Okay. Aber jetzt bin ich irgendwie immer noch nicht schlauer. Wo ist hier irgendwas in den Berg gebaut? Ey, ich komme nicht drauf. Ich muss mal kurz gucken. Hier gibt es doch irgendwo auch. Mareks Pferd. Das freut mich. Also hier bin ich zumindest schon mal wieder am Anfang. Das ist viel wert, dass ich mal wieder zurück zum Anfang gefunden habe. Du stehst hier ein bisschen im Weg, Kevjack. Könnte ich dich. Kann ich den. Nein, man kann niemanden zur Seite schieben. Feiterei ist Blödsinn. Arena, Lade, Lade. Ich gehe einfach mal hier lang. Wenn wir hier dieses Ladenstraße, okay. Da war ich hier doch schon fast richtig. Aber Dekoladen, Blumen, Reiseführer, Braut, Abendmode. Underground Market. Also, ich habe es gefunden. Wer es nicht mag, soll es ändern. Der Steg wahrscheinlich.
Und hier gibt es Papier zum Amboss, bitte beschriften. Spenden. So, aber wo ist jetzt diese verdammte Kiste? Wo ist die Kiste? Ah, das finde ich cool. Kann man, was das? Kann man sich einfach was. Ich wollte gerade sagen. Sich einfach was rausnehmen könnte, voll gut. Aber natürlich kann man das nicht. Wäre ja auch ein bisschen zu heavy gewesen. Ich würde jetzt gerne diese Kiste finden. Reiseführer, Reiseführung, whatever. Braut- und Abendmode. Das ist schon mal gut, wenn man denn dann heiraten möchte. Braumaschine in mein Haus. Jo. Ist so Braumaschine in mein Haus, so, weißt du? Die jeweiligen Blumen und Farbe hängt über dem Dispenser. Okay, und was zahlt man dafür? Gar nichts. Cool. Blumen umsonst. Imaginäre Bedienung. Hallo, imaginäre Bedienung. Ich hätte gerne ein Blümchen. Nein, eigentlich hätte ich ganz gerne diese Kiste, die irgendwie nicht hier ist. Offensichtlich bin ich hier doch falsch. Kiste mit den Anfragen. Was für Anfragen? What the fuck? Hier scheint es Hühnchen zu geben. Rüstungsladen. Okay. Eisgekühlte Melonen. Cool. Also zumindest weiß ich jetzt schon mal, dass ich hier so irgendwie richtig bin. Wollt ihr mich verarschen? Wieso komme ich hier jetzt nicht mehr raus? Doch, ich komme hier raus. Also natürlich komme ich hier raus. Ich bin Elf, hallo? Elfen sind so gut. YOLO. Vielleicht gehe ich einfach mal über den Steg hier drüber. Reserviert vom Rat. So, oder ich guck mal bei dem Abendmode-Gedöns. Ich guck mal bei dem Brautladen da. Also Blümchen kann man hier kaufen, Abendmode kann man hier kaufen. Kann sich ja richtig ausstatten hier. Dekoladen und Abendmode. Tränksdekoladen. Ja, mit Tränk bin ich nicht so ganz. Nicht signieren. Mit Tränk bin ich nicht so ganz, ganz Freund, muss ich sagen. Banner in allen Farben und Formen. Grünzeug aller Art. Immer noch ganz gerne Pixies Braut- und Abendmoden. Ja! Ich hab eine rote Rose. Und das nächste Rätsel. Mann, das hat aber jetzt gedauert. Ich glaube, ich schneide das irgendwie ein bisschen zusammen mal. Okay, das nächste Ziel ist nicht zu übersehen. Ihr konntet schon mal in der Nähe stehen. Viele Elfen treffen sich hier, manche zum Wohnen und andere zum Bier. Gesucht ist ein Baum der besonderen Weise. Mit Pilzen gespickt ist er der einzige. Das reimt sich nicht. Unter kleine Taverne oben. Was? Unten kleine Taverne, oben Wohnungen und Braustationen. Wer das nicht findet, braucht vielleicht eine Pause schon. Offensichtlich ist das ein Baum, der nicht zu übersehen ist. Dann werde ich ihn auch mit Sicherheit finden. Ist nur die Frage, von wo aus ich ihn am besten finde. Ich bräuchte mal so ein bisschen Überblick jetzt hier. Ein Baum mit Pilzen gespickt. Was haben wir hier? Der Block. Ach so, ja, weil alles reserviert und so. Pilze an einem Baum. Ich glaube, das war irgendwo, wenn ich in Richtung Heiligtum gehe. Nein? Ist Blödsinn. Ist Blödsinn! Was laberst du? Also was ja nicht zu übersehen ist, ist ja Bullshit. Weil von hier unten sieht man so gut wie gar nichts. Einfach. Einfach, einfach. So, dann verschaffe ich mir mal kurz einen Überblick über alles. Huch, da komme ich nicht ganz hoch. Baum mit Pilze. Baum mit Pilze, Baum mit Pilze. Habe ich die Sichtweite denn weit genug eingestellt? Nicht, dass ich den einfach nur übersehe, weil ich die Sichtweite nicht weit genug eingestellt habe. Gucken wir mal. Ich gucke mich hier so ein bisschen um. Ja, da ist er. Okay. Also die Pilze waren der mit Abstand beste Hinweis, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, dass da
eine Taverne unten und irgendwie Wohnhäuser oben sind, aber zumindest, wie gesagt, an den Pilzen kann man es sehr gut erkennen. Dementsprechend habe ich den jetzt auch relativ flott gefunden. So, jetzt muss ich nur den Eingang finden. Das wäre natürlich das Optimalste. Warum stehen hier so dicke Kakteen davor? Da kann man sich doch wehtun. Eingang. Ein Gang. Bitte. Bitte, bitte. Hier. Ist das der Eingang? Sieht gut aus, ne? Ta-ta-ta-ta. Upsa. Elfischer Pilz. Wegen Pilzbaum und so, ne? Kann ich mir denken. Ich packe euch mal so ein paar Kartoffeln hier rein. Einfach weil ich sonst keinen Platz mehr habe hier. Und die Kartoffeln schmeiße ich mal weg. So. Ey, der habe ich doch gerade. Natürlich funktioniert das nicht, so wie ich mir das vorstelle. So. Das Korn vom Brot gereift in das Sonne, in des Sonnenlichts. Gefarbt im Schweiße des Angesichts. Die Bauern der Elfen sind fleißig und treu. Findet das Silo. Es ist zwar noch neu, aber in der Nähe der Farm zuletzt gesehen. Dort in der Mühle dürfte die Kiste stehen. Also ein neues Silo in der Nähe der Äcker. Gedöns. Jetzt will ich aber trotzdem diese blöde Kartoffel loswerden. Ups, halt. Jetzt muss man noch das Fleisch wegfuttern hier. Also, muss ich mal gucken, wie ich zum, Verzeihung, wie ich zum Feld komme am besten, ne? Arbeitsamt. Jobcenter. Ach, da spielt schon wieder alles verrückt hier. Jetzt muss ich kurz gucken. Heiligtum, Arbeitsamt. Nee, Heiligtum ist das nicht. Heiligtum hat damit nichts zu tun. Aber das Heiligtum wird auch einer der Anlaufstellen sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Temporäre Erweiterung des Café Lavizia. Wegweiser zu allem anderen. Detektei Hudi. Es gibt immer nur Detektei. Irgendein Lümmel wird immer irgendeine komische Detektei gründen. Einfach weil die Roleplay-mäßig nichts anderes im Sinn haben. Als irgendwelche Verbrechen und irgendwas, was auch immer. Ich glaube, mit der Metro kommt man auch zum Feld. Ich muss aber mal ehrlich gesagt gucken. Der Cavcheck steht immer noch hier rum. Muss mal ganz kurz gucken. Ich will eigentlich nicht zum Heiligtum, sondern ich will eigentlich direkt durch zum. Ey, warum ist die Scheißkiste verschlossen? Ich will eine Lore haben. Ach ja, gut. Ich schneide das natürlich wieder zusammen. Ist alles keine Frage, ist alles kein Problem. Dauert nur jetzt ein Weilchen. So, jetzt bin ich den ganzen Weg, diesen ellenlangen Weg entlang gelaufen und bin hier irgendwann dann beim Warenausgang zum Lager gelandet. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich dem Feld relativ nahe sein. Und ich habe auch ganz am Anfang, als ich hier angefangen habe, von Nutella Brot eine Stadtführung bekommen. Das fand ich sehr, sehr nett. An dieser Stelle nochmal Dankeschön an Nutella Brot für diese wundervolle Führung. Und die hat mir auch hier dieses Feld gezeigt. Ich war wirklich mehr als baff, als ich das gesehen habe. Dieses Feld ist der absolute Wahnsinn. Das Problem ist jetzt natürlich, das Silo könnte im Prinzip jeder, keine Kisten locken und nichts entfernen. Das Silo könnte im Prinzip jedes Gebäude hier in der Nähe dieses Feldes sein. Dementsprechend werde ich jetzt wahrscheinlich so das ein oder andere Gebäude hier durchlaufen müssen, sage ich mal, um herauszufinden, wo hier das Silo ist. Aber dementsprechend, dadurch, dass es noch relativ neu sein soll, großer Kürbis wie von Hagrid. Sehr cool, sehr, sehr cool. Wie von Hagrid. Sehr gut. Okay, ich hoffe, die haben das irgendwie in irgendeiner Form beschriftet. Das nächste Rätsel. Sehr gut, okay, das ging schnell. Elfische Gerste. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Items soll es wohl geben. Das ist sehr gut. Ich packe euch mal hier ein bisschen Erde rein. Nein, das ist fies. Und das nächste Rätsel darf gerne kommen.
Ups. So. Der Boden bedeckt mit Blättern wie Gras, der Himmel gebaut aus weiß-blauem Glas. Ein jeder Elf, der nicht weiß, was zu tun, hier eine Antwort finden kann. Ob nun Arbeit oder Bauen, wir versorgen jedermann. Das ist das Jobcenter, meine Freunde. Ich war zwar noch nie da, aber von der Beschreibung her würde das ja wirklich, würde ich sagen, passen. Dementsprechend werde ich mich jetzt wieder auf den Rückweg machen, auf zum Shopcenter. Weil Shopcenter, so wird das genannt, das ist nicht das Job, das Shopcenter. Okay, diese Wege sind manchmal so ein bisschen nervig. Aber ich gucke einfach mal, ob ich hier den Weg schleunigst wieder zurückfinde. Möglichst schnell. Ich folge einfach immer den Beacons, wenn ich sie sehen würde. Jetzt sehe ich natürlich erstmal gerade gar nichts. So wirklich 0, gar nichts. Wenn ich hier hochgehe, kann ich vielleicht über die Baumkronen hüpfen. Das sieht doch gut aus. Die Richtung, die sieht sehr gut aus. Immer wenn ich diese komische verkorkste Baumkrone da oben sehe, weiß ich, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe. Und dadurch, dass ich über alles drüber hüpfen kann, weil Elfen for the win und so, weiß ich auch, dass das hier überhaupt kein Problem ist, wenn ich hier einfach querfeldein gehe, so wie die Hobbits damals. Finde ich immer sehr genial, den Spruch, weil es im Moment so furchtbar, furchtbar heiß ist bei uns. Ich glaube, 40 Grad sind es heute, so Rekordzahlen. Und da lese ich jetzt auf Facebook immer wieder dieses Bild von wegen, ich will ja nicht sagen, dass es heiß ist, aber in mein Zimmer haben gerade drei Hobbits einen Ring reingeworfen. Zwei Hobbits. Dementsprechend ist es doch verdammt heiß. Oh, das sieht ja cool aus hier. Zum Heiligtum. Ich will ja gar nicht zum Heiligtum. Aber das da vorne sieht cool aus. Was ist das? Neubaumweg. Hier geht es zu einer Farm und zum Fairbanks-Gestüt und zum Heiligtum. Waldläuferweg. Boah, das ist cool. Sehr, sehr cool. Aber ich müsste eigentlich zurück, weil Jobcenter und so. Ihr wisst. Bescheid. Bescheid. Ah, hier komme ich gar nicht durch. Scheiße. Yep, da, 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 da. Ich weiß, das ist, glaube ich, eigentlich nicht so gedacht, dass ich hier jetzt irgendwie querfeldein watschel. Aber ich mache das jetzt einfach, weil ich es kann. Hier baut Fitzes LP. Bin ich überhaupt in die richtige Richtung? Oder ich bin in die völlig falsche Richtung gelaufen. Wetten? Ich habe mich verlaufen. Oh nein, das sieht bekannt aus. Das sieht gut aus. Das sieht irgendwie bekannt aus. Oh. Ja, ich habe es zurückgeschafft. Jetzt muss ich mal gucken, wo das Jobcenter ist. Job mit J-J-J. Das D ist stumm. Django Unchained. Was haben wir hier? Briefkasten der Detektei. Detektei Sun. Okay. Hieß die Detektei nicht irgendwie Hoodie oder so? Offensichtlich gibt es hier schon mehrere. Jetzt muss ich aber ganz kurz gucken, wo das Arbeitsamt ist. Ich hoffe, das steht auch hier irgendwo Marktplatz und Taverne. Ich hoffe, das steht ja auch irgendwo ausgeschildert. Steht ja eigentlich alles ausgeschildert hier. Rathaus B. Hatten wir schon. Bringt mir nichts. Ladenstraße. Ma, wo geht's zum Arbeitsamt? Offensichtlich in die Richtung. Dadurch, dass der Kerl da immer noch im Weg steht, der hat sich einen richtig guten Platz ausgesucht, um sich dahin zu fläzen. Kisten setzen verboten. Ich würde jetzt immer noch gerne zum Arbeitsamt kommen. Jetzt, sorry, irgendwie stürzt mir mein Minecraft irgendwie ständig ab im Moment. Ben TV, ein Zandare. Guten Tag. Let's Bunny, okay. Ich würde gerne Mitarbeiter gesucht. Was haben wir denn hier? Die Trader-Gilde. Okay. Infinity Looting. Whatsoever. Ich bin offensichtlich nicht in der Nähe des Jobcenters. Irgendwie würde ich ganz gerne nochmal das ein oder andere Schild hier sehen, das mir sagt, wo ich eigentlich bin. Briefkasten von Bestellung, Bestellung, Bestellung. Mann!
Irgendwie hat jeder Zweite hier irgendeinen komischen Laden. Was ich total überflüssig finde, ehrlich gesagt. Oh, hier bin ich beim Haus von Spark. Jetzt ist natürlich der. Yay! Ach, hat er jetzt endlich seinen. Natürlich hat er nicht seinen Hintern da wegbewegt. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Ich gehe jetzt einfach mal hier längs. Ich meine, irgendwann bin ich auch schon mal versehentlich quasi beim Jobcenter gelandet. Ich kann ja vielleicht mal fragen, vielleicht kann mir das einer sagen. Ach so, dieser Ben, dieser komische, hatte irgendwie eine Frage an mich. Sorry, jetzt bin ich voll weggelaufen vor dem. Wo ist er? Ist er noch hier? Hier ist Yoki. Hi, Yoki. Ben! Ben! Wo bist du? Ich helfe dir gerne. Wo bist du? Ach, das ist eine Rüstung. Ich bin schon ein bisschen geschrocken hier. Elfischer Mülleimer, okay. Den Schildern folgen. Ja, super, das versuche ich doch. Als ob ich das nicht schon versucht hätte. Mensch. Leute, das Arbeitsamt ist ausgeschildert. Okay, aber wo? Arbeitsamt, hier. Okay. Ah, ja, logisch. Ben? Ben? Okay, Ben hat Spooky gefunden. Okay, alles gut. Er hat jemanden gefunden, der ihm weiterhelfen kann. Okay, hier hinten. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja gut, darauf, dass es ausgeschildert ist, hätte ich auch jetzt selber kommen können. Heiligtum bis Beginn. Ja, okay. Also wir haben offensichtlich. Boah, ich rede zu viel heute. Wir haben offensichtlich noch keine neue Aufgabe von unserem Gott bekommen. Das Heiligtum ist irgendwie beendet. Lavitia, nee, jetzt bin ich ja wieder bei der Arbeitsamt. Hier geht's weiter, okay. Okay. Mülleimer? Ich glaube, ich muss hier weiter, ne? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich hab den Faden verloren. Wie immer. Wie immer. Achso, ja, darauf, dass das ausgeschildert ist, hätte ich auch selber kommen können. Ich wusste nur nicht, dass der Typ da nicht davor steht. Das ist kein Arbeitsamt. Das hier ist dieser komische Baum. Das ist auch nicht das Arbeitsamt. Hier aber, oder? Arbeitsamt und Bauamt. Okay, sehr schön. Und hier ist das nächste Rätsel. Was haben wir denn hier? Passierschein. Oh. Passierschein A37 oder A38? Wie war das noch bei Asterix? Fuck, meine Pick ist weg. Ja, ist blöd. Ein großes Gebiet ist nun zu finden, mit Mauern umzogen, die es gilt zu überwinden. Doch vier Tore würden nicht aufgetan. Folget den Wegen und ihr findet es dann. Wo die vier Elemente das Leben erschaffen, wird Angus auf seinen Thron über euch wachen. Das ist definitiv das Heiligtum. Im Zentrum des Waldes wartet der Schatz. Nehmt die Beine in die Hand, es ist bald geschafft. Das zehnte Rätsel schon. Tatsache. Okay, das Heiligtum ist also unsere letzte Etappe. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was da auf uns wartet. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, wo waren nochmal die Schilder? Ist das Arbeitsamt auf demselben Weg wie das Heiligtum? Das wäre cool. Ja, ist es tatsächlich. Okay, dann folge ich einfach jetzt weiter den Schildern und werde dann gleich hoffentlich beim Heiligtum ankommen. Und dann verbinde ich das natürlich auch direkt mit einer Heiligtumsführung. Und werde diese Heiligtumsführung aber, ups, ich muss hier drüber, werde diese Heiligtumsführung aber dann als eigene Folge hochladen, weil die hier ist definitiv schon viel zu lang. Oder einfach nur lang genug, sagen wir es besser so. Und ja, ich kann mich ja jetzt schon mal fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr von unserem Heiligtum haltet. Ich muss zugeben, ich habe es fertig auch noch nicht entdeckt, noch nicht erkundet so. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Es wird natürlich schon wieder dunkel. Was haben wir hier? Diesen Neubaumweg. Genau, hier zum Heiligtum. Weiter geht's. Ich muss sagen, diese Beacons sind ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Hier befindet sich das Anwesen von Mortas. Sarkus. Boah, das sieht so cool aus hier, ne? Was ist das? Willkommen in der Architektengilde. Wie geil! Das ist ja richtig gut.
Chefarchitekt, The Genius One. Online von 17 bis 20 Uhr, hat frei. Vizearchitekt Safirel, online meistens am Abend. Designer Knallerbohne, Assistent Jasolein. Also das sind Namen, die kenne ich durchaus und das ist richtig gut. Was haben wir hier? Benötigen Sie Hilfe beim Bauen oder Dekorieren Ihres Hauses? Wir helfen Ihnen gerne, ob groß oder klein. Wir sind für alle da. Alles bereit. Wir arbeiten rücksichtsvoll, effizient und arbeiten erst noch zu einem fairen Preis. Erst noch. Das ist so ein bisschen das Einsatz in vier Wänden von Legend, glaube ich. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Muss ich mal gucken. Vielleicht werde ich die auch in Anspruch nehmen. Wobei ich muss ja schon sagen, mein Wirtshaus gefällt mir bisher eigentlich ganz gut. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft, in Pixie Berlins GS zu bauen. Was? Hä? What the fuck? Also dieses herzlichen Glückwunsch galt, glaube ich, nicht dem Beenden der Aufgabe, weil... Ach, auf Pixie! Du hast es geschafft, komplett in Pixie Berlins Grundstück zu bauen. Okay, verstehe, verstehe, okay. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist definitiv ziemlich blöd. Hier entsteht auch irgendein komischer Baum. Das ist alles so Baum. Oh, ich rede viel zu viel. Mein Gott. Ich werde schon ganz heiser. Ich wette, morgen kann ich nicht mehr reden. Ich trinke aber auch einfach viel zu wenig. Es ist viel zu heiß und ich trinke viel zu wenig dafür. Ach so, dieser Genius irgendwas war übrigens auch der Architekt, also Architekt in Anführungszeichen, unseres Heiligtums. Das Klauen von Hermes 2 ist strengstens verboten. Wen doch? Oh, Leute. Wir eine hartnäckige Suche gestartet. Wir werden nicht ruhen. Och Leute, lernt doch bitte mal schreiben. Es ist echt schwierig. Straftäter wird gesucht. Er ist aus dem Knast geflohen. Er ist noch die Knastkleidung. Was? Er hat noch die Knastkleidung an. Helft mir, ihn zu suchen. Schnell, sonst seid ihr das nächste Opfer. Holy shit! Ein Roleplay, aber ich habe die Schnitzeljagd noch nicht beendet. Ich will das erst beenden hier. Okay, willkommen in unserem Heiligtum und ich muss noch mal kurz reloggen, weil hier irgendwie nur die Hälfte zu sehen ist. Jo, herzlich willkommen an unserem Heiligtum. Ich werde jetzt keine große Führung machen, sondern ich werde einfach straight durchgehen, in der Hoffnung, dass ich direkt die Kiste finde, weil ich diese Schnitzeljagd gerne beenden möchte. Diese Roleplay-Geschichte werde ich jetzt auch nicht mitmachen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich nicht daran interessiert bin, irgendwelchen Straftätern hinterher zu rennen. Das ist so diese Art von Roleplay, wie ich auch vorhin schon mit der Detektei angesprochen habe, die mir überhaupt nicht zusagt, wenn ich ehrlich bin. Und Halleluja, wir haben es geschafft. Hier bitte die Items reinlegen. Ende der Schnitzeljagd. Glückwunsch, du hast es geschafft. Gibt es kein letztes Item? Was passiert denn da mit den Items? Okay, leg die jetzt einfach mal da rein. Offensichtlich gibt es nur 9. Aber, Mano, was ist jetzt mit meinem Schatz? Nein, ich glaube, den kriegt einfach nicht jeder. Gehe ich einfach mal stark von aus. Hallo? Bist du dafür zuständig? Hallo? Kuhu. Einfach mal so frei und hab die noch da reingetan. Krieg ich was? Krieg ich was? Ich krieg was, ich krieg was. Medaillon der Elfenwelt und ein Rahmen. Cool. Ja, nice. Yay. Hui. Oh, das ist cool. Ich mag das. Und sie ist offensichtlich dafür zuständig, dass diejenigen ihre Belohnung erhalten. Ach, das ist toll. Also der erste Gewinner wird natürlich auch was Besseres bekommen haben, gehe ich mal stark von aus.
Ups. Ich habe mir noch geschrieben, hoffe, du hattest Spaß. Ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, muss ich auf jeden Fall sagen. Und ich habe auch viele Dinge, also viele Teile der Elfenwelt gesehen, die ich vorher so noch gar nicht kannte. Das fand ich sehr interessant, wie zum Beispiel die Arena. Da bin ich noch nie gewesen, weil ich nicht so der PvP-Fan bin. Abgesehen, es geht um Endergames oder sowas. Aber ich fand es sehr, sehr cool. Und ich habe auch einige Sachen gesehen, wie jetzt gerade dieses Architektenhaus, diese Architektengilde, die ich unglaublich interessant fand, die ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen werde. Und ja, wie gesagt, die nächste Runde wird, die nächste Runde. Ja, auf geht's, Show must go on. Die nächste Folge wird auf jeden Fall eine Heiligtumsrundführung sein. Jetzt vom fertigen Heiligtum. Es wurde in den letzten Zügen wirklich noch wahnsinnig viel dran gearbeitet. Und ich bin schon sehr gespannt, was ihr davon halten werdet. Jetzt auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr lange Folge geworden. Und ich werde mir aber meinen Preis auf jeden Fall in mein Häuschen hängen. Bin ich sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch das auch bis zum, also für alle, die sich das wirklich bis zum Schluss angeguckt haben, meinen Respekt, Leute. Das scheint wirklich ein wahnsinnig langes Video jetzt geworden zu sein. Wie lange genau, weiß ich noch nicht. Muss ich dann nachgucken, aber das wird sich dann zeigen. Ja, ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, hier mal die Elfenwelt ein bisschen näher zu erkunden. Und ja, so wie es aussah, durften auch andere Fraktionen mitmachen, wie Ben zum Beispiel, der von den Zandaren kam. Es wurde, soweit ich das jetzt verstanden habe, wurde es ja so gemanagt, dass wirklich alle Fraktionen daran teilnehmen dürfen. Und deswegen hat es mich so gewundert, dass da irgendeiner irgendwie so ausgerastet ist, von wegen, hier ist ein Mensch, oh mein Gott. Okay, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch bei der Heiligtumsrundführung vorbei. Die wird dann auch wahrscheinlich jetzt ja entweder am selben Tag oder am nächsten Tag wahrscheinlich eher hochkommen. Oder vielleicht sogar noch davor. Ich weiß es nicht genau. Werden wir sehen. Auf jeden Fall schaut unten in die Videobeschreibung, wichtige Links und so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!